dass ich mich jetzt von diesem Fahrzeug trennen möchte. Aus dem einfachen Grund, der steht jetzt hier im Showroom. So Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Ahmed Sharif und heute präsentiere ich euch mal wieder meinen C63 AMG. Und zwar wird das hier keine reine Präsentation, das Fahrzeug kennt ihr bereits, wenn ihr schon auf meinem YouTube-Kanal länger unterwegs seid. An dieser Stelle, falls nicht, lasst mal gleich ein Abo da, ne? Damit wir langsam vorankommen. Auf jeden Fall, der steht jetzt hier im Showroom. Ist noch nicht abgemeldet, wird jetzt aber abgemeldet, aus dem einfachen Grund, dass ich mich jetzt von diesem Fahrzeug trennen möchte. Ne, ich denke, wie sagt man immer so schön, man sollte gehen, wenn es am schönsten ist. Genau. Man sollte auf jeden Fall die Sache beenden, wenn es am schönsten ist. Und es nähert sich langsam der Punkt bei diesem Fahrzeug, dass es nicht mehr so Spaß macht. Ne? Das ist halt einfach, es ist halt einfach nur ein Fahrzeug, das kauft man. Hat dann 3-4 Monate, hat man da wirklich, gerade am Anfang, Alter, ich war hin und weg, ne? Ich wollte unbedingt eine AMG. Ich habe ja auch aus dem Grund damals dieses schicke Gefährt verkauft, was ihr aus den letzten Videos kennen müsstet, solltet. Auf jeden Fall habe ich das Fahrzeug jetzt quasi abgestellt, Kennzeichen ab. Der wird jetzt die Tage abgemeldet und ich will euch ein bisschen auch die Hintergründe erzählen. Und zwar, das Fahrzeug ist wirklich mega geil, es macht wirklich Spaß. Aber es ist für mich überhaupt nicht von Nutzen. Ne? Es ist für mich nicht zum Nutzen. Gerade als Autohändler, wenn man ins Auto reinspringt, rausspringt, losfährt, Autos holt links, rechts, alles, was dazugehört, ne? Macht dieses Fahrzeug als einziges Fahrzeug, was man dann so quasi besitzt, keinen oder wenig Sinn. Ich sage ganz ehrlich, wenn man wirklich Bock auf so ein Auto hat, sage ich mal, und man kann es sich leisten, dann wirklich als Zweitfahrzeug oder man ist nicht so krass auf das Auto angewiesen, dass man wirklich viel Langstrecke fahren muss, dass man viel hin und her fährt, dann ist okay. Unabhängig natürlich davon dürfen wir auch die wirtschaftlichen Aspekte nicht vernachlässigen, was auch ein Grund des Verkaufes ist. Und zwar möchte ich mir die Kosten natürlich jetzt auch einsparen, ne? Sage ich ganz klar, offen und ehrlich. Unabhängig davon, dass die Spritpreise hochgegangen sind, die jetzt wieder ein bisschen runtergegangen sind, macht es halt einfach gar keinen Sinn, ne? Ich habe hier eine riesen Immobilie. Und sowas steht für mich quasi an erster Stelle. Also davon habe ich einfach mehr, um es so zu sagen. Das ist, es ist so eine, jetzt so eine, wie soll ich es erklären? Ich versuche das gerade so locker mäßig rüberzubringen, weil es doch halt einfach so ist. Ich kann mich ganz einfach von dem Fahrzeug trennen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so jeder nachvollziehen kann. Aber es ist so, ich habe das Fahrzeug gekauft, hat wirklich mal auch Spaß gemacht. Ich denke mal so, jeder mit so wünsche ich so einfach mal so ein C63. Es gibt halt quasi nichts Geileres, ne, als AMG, sagen wir mal so, ne? Und ja, haben wir gehabt, jetzt seit Mai 2021. Habe auch gerade gemerkt, dass ich mittlerweile auch schon 18.000 Kilometer drauf gemacht habe. Der hat jetzt aktuell, ich glaube, 64 und gekauft damals mit 46. Genau, 64.000. Ist immer noch mega, auch damals schon beim Kauf darauf geachtet. Was heißt darauf geachtet? Eigentlich war es mir egal. Aber was ich wollte, war auf jeden Fall das S-Modell mit 510 PS. Ne? Unabhängig davon haben wir hier wirklich fast Vollausstattung. Ne? Es fehlt die 360-Grad-Kamera bei dem Modell. Es fehlt tatsächlich die Performance-Abgasanlage. Dazu werde ich auch gleich was sagen, weil ich hatte schon einen Interessenten da. Da ist es quasi daran gescheitert, weil er keine Performance-Abgasanlage hatte. Ansonsten haben wir hier Memory-Sitze, also elektrische Vollledersitze mit Memory-Funktion. Boom ist das Soundanlage, Panoramadach. Rückfahrkamera, Head-Up-Display, abgeflachtes Lenkrad haben die, glaube ich, alle. Ansonsten, was hat er noch Schönes? Ja, das war es aber eigentlich auch schon fast soweit, ne? Ja, wir können mal rumgehen um das Fahrzeug. Ist wirklich auch sehr gepflegt, unfallfrei, nachlackierungsfrei. Den habe ich damals gekauft, das war auch so die Prio, beziehungsweise was ich mir halt so gesagt habe, das muss auf jeden Fall schon so sein. Gerade bei so einem Auto, gerade bei so einer Summe, sage ich mal, ne? Bei so einer Größenordnung. Ja, aber wie gesagt, es stehen gerade andere wichtigere Dinge an erster Stelle.
Und ich möchte mir halt einfach die Kosten einsparen. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich würde das Auto weiterhin nur runterwirtschaften und auch nicht wirklich nutzen. Jetzt schätzen würde ich eher nicht sagen, aber man verliert schon so ein bisschen den Respekt davor mit der Zeit. Ne? Nicht wegen der Leistung, sondern einfach, was es überhaupt für einen Sachwert hat, was dieses Fahrzeug überhaupt ausstrahlt. Ne? Man sieht es halt einfach nur noch als Auto. Ne? Wie wahrscheinlich bei jedem Auto, wenn man das eine Zeit lang, wenn man sich das quasi dann gekauft hat oder eine Zeit lang gefahren hat. In dem Fall leider ist es sehr schnell so gekommen, weil ich halt einfach auch schnell gemerkt habe, der Nutzen ist nicht da. Mit dem alten Firmensitz, sage ich mal so, da waren die Kosten noch ganz anders. Da habe ich jetzt quasi auch dieses Fahrzeug gegönnt. Da war es auch gar kein Problem. Ich sage jetzt nicht, dass ich aus finanziellen Gründen dieses Fahrzeug verkaufen muss. Ich möchte es aus finanziellen Gründen verkaufen. Und ich denke, rein als Unternehmer, rein wirtschaftlich gesehen, ist es auf jeden Fall eine kluge Entscheidung. Und ja, manchmal ist es im Leben so, man sollte halt mal 10 Schritte zurück machen, um dann mal wieder ordentlich Anlauf zu nehmen. Ich denke, ich werde mir erstmal irgendein gängiges Übergangsfahrzeug zulegen, womit ich nochmal Kilometer schrubben kann, was ich für die Arbeit nutzen kann und auch für die Baustelle hier, für den Autohandelalltag, was aber trotzdem in der Freizeit oder sage ich jetzt mal einfach so in der privaten Zeit natürlich auch trotzdem gut aussieht, schick dasteht, ne, zuverlässig ist. Und ich denke, da wird sich auch schnell was finden lassen. Ja, aber ansonsten ist es wirklich, wenn man jetzt wieder davor steht, gerade wenn ich in den Showroom reinkomme, merke ich erst wieder, was das für ein Auto ist. Ne? Also da stand angemeldet, ob der jetzt zu Hause oder hier stand oder keine Ahnung wo, vor der Shisha-Bar. Ne, im Endeffekt hat man das gar nicht mehr so krass gesehen. Ne? Leider. Aber es ist halt so beim materiellen Ding. Ne? Deswegen gebe ich euch auch als Tipp oder als Rat mit im Leben, haltet nicht an sowas fest. Ohne Scheiß, wenn ihr es könnt, kauft es. Lehnt euch aber nicht zu weit aus dem Fenster, ne, was die Kosten angeht oder auch die Anschaffung. Schätzt es, respektiert es. Immer cool bleiben, weil es kann doch sein, dass man notgedrungen ist, so ein Fahrzeug zu verkaufen. Ne? Deswegen nicht abheben. Ja, ansonsten steht das Fahrzeug jetzt, ja, stand vorher schon zum Verkauf, aber jetzt steht es halt wirklich offiziell zum Verkauf. Ich habe dann am Samstag auch direkt einen Kunden gehabt. Der wollte schon Freitagabend kommen, da habe ich gesagt, nee, passt nicht. Er hat gesagt, okay, dann machen wir Samstag, alles klar, Samstagnachmittag getroffen. War ganz sympathisch, das war schon alles okay, aber ich habe halt schnell gemerkt, das führt jetzt zu nichts. Ne? Der Kollege, mit dem er kam, der war auch ganz nett, muss ich auch sagen, aber wie es halt dann oft so ist, der hat dann mehr auszusetzen an dem Fahrzeug als der Interessent selber. Ne, wir haben hier so 2, 3 optische Sachen, da habe ich aber auch mit dem Kunden vorher drüber gesprochen. Und zwar haben wir hier einen ganz minimalen Kratzer. Ne? Das werde ich aber smart repairen lassen. Ne? Also es wird ein bisschen beilackiert, dann ist das auch getan. Hier haben wir noch eine kleine Delle. Ich glaube auf beiden Seiten, auf der anderen Seite ist auch eine. Das wird noch vom Bollendoktor rausgezogen. Ansonsten leider habe ich 2 Felgen. Ja, das hat wirklich weh getan. Hier eine kleine Stelle und vorne auch. Das war schon schmerzhaft. Ja, denn der Interessent war der Meinung, die Bremsen müssen neu. Ich bin der Meinung, die müssen nicht neu. Ist natürlich auch immer Ansichtssache, wenn es dann schon heißt, dass die Reifen runter sind, obwohl die Reifen eigentlich, ja, ich sag jetzt mal, mindestens 6, 7 mm Profil haben. Ne, ob hier oder innen, an der Verschleißgrenze. Dann merkt man halt schnell, dass das wird wahrscheinlich zu nichts führen. So, dann hat er halt festgestellt, da habe ich auch gesagt, hier, pass mal auf, wir können alles mal beiseite lassen. Die optischen Sachen mache ich ja, das ist ja gar kein Problem. Fakt ist, wenn ihr das Fahrzeug haben wollt, könnt ihr Probefahrt machen. Wenn nicht, brauchen wir auch keine Probefahrt zu machen. Ne? Das kam mir dann auch zum Thema. Er hat dann festgestellt, der Interessent, ich glaube, der war so 22, 23, dass das Fahrzeug leider keine Performance-Abgasanlage drin hat. Habe ich aber auch nicht damit angegeben. Jetzt muss ich dazu sagen, das Ding ist richtig laut. Also das ist wirklich laut. Da meinte ich so, pass auf. Da wissen wir doch eigentlich schon an dieser Stelle, das ist nicht dein Fahrzeug. Es regnet sowieso, ja, aber fahren möchte ich trotzdem. Ich sage, warum willst du denn fahren, wenn für dich ein Fahrzeug ohne Performance-Abgasanlage nicht in Frage kommt? Ne? Noch hin und her telefoniert mit seinem Cousin und der war dann auch der Meinung, ohne Performance-Abgasanlage braucht man so ein Auto nicht zu kaufen. Dann haben die auch noch gesagt, genau wegen der Reifen, dass die ja schon runter wären und ob ich damit gedriftet wäre mit dem Fahrzeug. Da meinte ich so, ja, pass mal auf. Ich drifte erstens nicht mit dem Fahrzeug und zweitens, ich bin kein Raser. Ja, kann doch gar nicht sein, wenn man so ein Auto besitzt. Ich sage, nein, ich bin kein Raser. Ohne Scheiß, ich fahre ganz normal mit dem Auto.
Klar drückt man mal drauf, klar will man ein bisschen die Leistung davon spüren, aber ich bin im Großen und Ganzen bin ich kein Raser. Ne? Ja, zurück zum Thema Performance-Abgasanlage. Hat er nicht, muss er nicht haben, meiner Meinung nach, weil das Ding macht dazu schon richtig Kraft. Lass mal ein bisschen laufen. Hör dir das mal an. Klar, macht das jetzt ein bisschen mehr Schall hier im Showroom, aber ey. Er will halt, dass das Ding die ganze Zeit knallt und macht und tut, ne? Sag ich, keine Ahnung, ne? Also, ich weiß nicht, was man mehr will. Klar kann man an den Anlagen was machen, da muss man noch ein bisschen was investieren, aber ein Fahrzeugkauf in so einer Größenordnung von einer Abgasanlage abhängig zu machen, das führt zu nichts. Ne, da habe ich aber auch gleich gesagt, ansonsten sagten die, das Rot ist gewöhnungsbedürftig. Ich finde das mega geil. Ich finde das mega geil. Eigentlich bin ich auch nicht so der B-Color-Typ oder halt, dass es Vollleder ist. Aber bei so einem sportlichen Fahrzeug und gerade auch mit den roten Akzenten vom Rücklicht und von der Bremsanlage ist einfach nur geil. Ja. Dann noch mit dem Feuerlöscher, farblich passend, sieht schon geil aus. Also meiner Meinung nach, ne? Die rote Nähte im Armaturenbrett, im Lenkrad, die 12-Uhr-Markierung, das ist schon eine geile Kombi. Ja, haben wir auf jeden Fall, habe ich natürlich auf jeden Fall gesagt, hier pass auf, wenn ihr das Auto haben wollt, gerne. Dann sprechen wir alles über die optische Mängel, über den Preis, allen drum und dran. Und dann, wenn du dir sicher bist, dass du das Fahrzeug haben möchtest, machen wir Probefahrt. Ansonsten, ich weiß, was ich habe, ich weiß, was ich verkaufe. Bleibt das Fahrzeug jetzt erstmal so stehen, wie es hier ist. Ne? War ein bisschen stinkig, weil er wollte halt einfach mal testen, wie es ohne Performance-Abgasanlage ist. Da sage ich ganz ehrlich, das hier ist kein Testfahrzeug. Ne? Das ist immer noch mein Fahrzeug, das ist noch angemeldet. Sehe ich gar nicht ein, dass ich es einfach so zur Verfügung stelle, dass du testest, ob es das Richtige für dich ist oder nicht. Dann musst du halt irgendwo anders hingehen, zum anderen Händler. Ne? Ja, mal gucken, was dabei noch rumkommt. Ist aber auch nicht böse gemeint alles. Waren wirklich beide sehr nett, sehr sympathisch. Man hat sich auch mal besser verstanden mit der Zeit. Ein bisschen zusammen gelacht, auch ein bisschen ausgetauscht und haben auch schnell gemerkt, dass ich ein Händler aus Leidenschaft bin und nicht einfach nur ein Händler, der seine Autos verkaufen will. Ne? Und ja, ich habe auch gesagt, das ist bei dem Fahrzeug überhaupt nicht notwendig. Wenn nicht, bleibt er stehen, der Richtige wird schon dafür kommen. In der Kombination ist er schon nicht einfach zu finden, so ein Fahrzeug. Und der wird nicht schlechter. Ne? An dieser Stelle ist auch ein gutes Schlusswort. Bleibt alle gesund, würde ich sagen, ne? Ganz wichtig. Und ansonsten trinkt viel Wasser, dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Bis dann.